Seit Jahrhunderten suchen die Menschen nach der Schwarzeiche, deren Rinde jede Wunde heilen kann und deren Amulett gegen den bösen Blick schützen. Die Schwarzeiche ist kein gewöhnlicher Baum. Sie lässt sich nicht finden, wenn sie den Motiven des Suchenden misstraut. Mein lieber Freund Dennis entschied sich, nach dem geheimnisvollen Baum zu suchen, und da ich Kräuter für meine Salbe sammeln musste, beleidigte ich ihn. Wir brachen bei Sonnenaufgang auf und gingen Seite an Seite, während Dennis nach der Schwarzeiche Ausschau hielt und ich Kräuter sammelte. Aber ich war so an meine Aufgabe versunken, dass ich vom Wege abkam und erst beim Bruch der Dunkelheit merkte, dass ich Dennis verloren hatte. Ich rief immer wieder nach ihm, bekam aber keine Antwort. Mein Freund war fort. Alles, was ich fand, war ein Schwarzeichenamulett, das im Gras lag. In der Zeit, als noch keine Frauen an der Akademie angenommen wurden. Die Geschichte von Cirina, der Zauberin. Vor mehreren Jahrzehnten kam Cirina zur Tür der Gilde, ein außergewöhnlich begabtes Mädchen mit einer tragischen Vergangenheit. Der Gildemeister wies sie ab und sagte, dass es keinem Mädchen gestattet sei, die Magie zu studieren. Das arme Mädchen. Imperial Wachen hatten untätig zugesehen, wie Orks ihre Eltern ermordeten, und nun wurde sie auch noch von der Gilde abgewiesen. Voller Hass auf ihr Volk wanderte sie durch den Wald. Ein weißer Elf namens Arloitel begegnete ihr dort und nahm sie in seine Familie auf. Er erkannte ihr Potenzial und half Cirina dabei, eine mächtige Zauberin zu werden. Aber die Elfen waren zur damaligen Zeit mit den Menschen verfeindet, und Arloitel wurde bei einem Kampf getötet. Cirina schwor den Tod ihrer Eltern und ihres Lehrers zu rächen. Sie sammelte eine Armee um sich und zog in die Lande, das Land der Menschen, wo sie viele Dörfer und Städte vernichtete. Cirianas großer Geist konnte all das Leid nicht ertragen, das viele Blut vergießen. Das hat aber nichts mit der Stadt hier hinten zu tun, oder? Also ja, auch hier gibt es noch Hütten und so. Und hier ist auch der Weg zu der Blub. Just think, it's already done. Zu der Menschenfestung. Aim. Ready? No problem. On to victory. What? And? Just think, it's already done. What? Count me in. What? Not me what? Again. We're going. All right. Hurry, let's go. What? So. What? What? Hurry, let's go. Wie gesagt. And? Euch lasse ich hier. Hurry, let's go. Kill home. Ne, euch drei. Agreed. Schicke ich jetzt mal zum Dorf. In a minute. Und ja, mit der Stadt kann ich halt wirklich nichts anfangen. Wisst ihr was, ich drehe noch mal kurz um. Mach ein Quick Save auf jeden Fall mal. Und dann schauen wir uns mal diese Trümmerstadt an. Magisches Geschäft. Oh, der verkauft Sachen. Hat er ja sogar gesagt, dass er Sachen verkauft. Aber mich interessiert, was es mit der Stadt auf sich hat. Und da können wir auch die Monsterhöhle, die daneben liegt, zerstören.
Das ist eine Monsterhöhle. Das ist ein Bärenlager daneben. Aim. Shoot your arrows. All right. What? It shall be done. What? Aim. Yes. What? We're going. We're going. Aim. Yes, sir. Ready for battle. It shall be done. Huh? All right. So, Steine gibt's auch noch. Well, we don't know. Good. Ja, und da ich die erstmal behalten wollte. Good. What? We're going. We're going. All right. Will ich mal kurz rausfinden, was es mit dieser Stadt auf sich hat. Nichts, die Stadt ist einfach tot. Alright. Okay. What? Agreed. Das heißt, der Turm wird auch nicht mehr funktionieren, hä? We're going. Ne, so wie es aussieht nicht. Hurry, let's go. Auch wenn es hier ein Gegenstück dazu gibt, scheinbar. Alright. Ihr hängt fest und hängt hinterher. Das ist nicht so schön. Well, we don't know. We're almost there. Well, we don't know. Get lost. Agreed. Yes, sir. All right. So, da die Elfen auch aus der Richtung kommen können, stelle ich mich mal hier mit meinen guten Truppen auf. Während die hier den Miliz helfen werden. Get lost. Well, we don't know. Huh? What do you want from us? Where to now? Also erstmal verkauft ihr hier die Nahrung. Ha? Come on, folks. Come on, folks. So. Agreed. Gather at the road. I've done good. Und ihr gebt mal das Holz ab. Get lost. Come on, folks. Gut, dann gucken wir Alert! Mal. Help! Ja, ja, die Elfen kommen. Quest Feuerball. What? Come on, folks. That'll be fun. Aha.
Also ja, die Elfen hier sollten kein Problem sein, weil die Stadt hat genug Truppen zur Verteidigung. Hauptproblem sind dann die Elfen hier oben. Bauer, Sohn des Ältesten, Karawane. Noch ein Sohn des Ältesten. Agreed. Mehr Elfen. My troops are under attack. Shoot 'em. Yes. No one will escape. Yes, sir. It shall be done. On to victory. What? Aim. Kill whom? Hmm? Well, we don't know. Well, we don't know. Ha! Ready. To victory. What? All right. Aim. Kill whom? Well, we don't know. Well, we don't know. We are under attack. We don't know. I love an old-fashioned hunt. Okay. Don't give me a break. Huh? In a minute. In a minute. In a minute. Ich werde ruhig wieder mithelfen. Genau. We are under attack. What? Hurry, let's go. Was auch immer die Karawane da macht. Ja, noch mehr Söhne des Ältesten. What? Shoot 'em! What? Ihr beide könnt mal fusionieren. What do you want from us? Count me in. Where to now? Huh? Agreed. Bows at the ready. Huh? The last man has left town. We can head for the capital now. Der letzte Mann hat die Stadt verlassen. Wir können jetzt zur Hauptstadt aufbrechen. Come on, folks. Agreed. Uh-huh. In a minute. In a minute. Townsmen are un... Ja, ich merk's gerade. Kümmere mich auch schon drum. Come on, folks. Aha. So, das waren meine Briganten. Wir konnten aber wenigstens was aus der Stadt retten. Agreed. Aha. Oh, und die imperiale Festung macht uns jetzt ein Angebot. Gegengift aus dem Ork-Lager. Hm. Weil die Stadt wird uns nichts machen, mehr machen. Das ist Belder, imperiale Festung und Skralim sind auch eh nur Ruinen.
Also ja, Skralim hat auch kein Geld. Come on, folks. Agreed. Uh-huh.